Hallo zusammen, heute mal etwas zu der Fahrtrichtung Analog in Rockrill. Wir platzieren eine Lok in den Block PW03 und sehen, dass der Pfeil nach rechts zeigt und starten einmal diese Lok. Muss ich hier oben noch auf Automatikmodus gehen und wir starten die Lok und sie routet also hier in Richtung PW2, aber sie fährt in Wirklichkeit in die andere Richtung. Und das ist kein Fehler von Rockrail, sondern wie wir gleich sehen werden, steht die Lok einfach anders im Gleis, als sie für Rockrail in diesem Block platziert wurde. Und wie das alles so zusammenhängt, Lok-Einfahrseite, Fahrtrichtung, Platzierungswechsel und so weiter, das werden wir uns heute etwas näher ansehen. Viel Spaß! Sehen wir uns jetzt erst einmal an, wie die Fahrtrichtung einer Lok ist. Bei einer Dampflok ist es eigentlich ziemlich einfach, Schornstein voraus, dann befindet sich die Lok in der Vorwärtsfahrt. Darunter habe ich noch ein Bild von einer Diesellok. Hier kann man das daran erkennen, dass der Führerstand bezeichnet ist, war einmal mit 1 und einmal mit 2. Da bedeutet dann auch 1 vorwärts und 2 die Rückwärtsfahrt. Diese Lokbilder sind sehr hilfreich, wenn wir sie im Block mit anzeigen können. Und wie das geht, das zeige ich jetzt. Wenn wir also eine Lok in einem Block platzieren, zum Beispiel so mit Drag und Drop, dann sehen wir also jetzt hier die Lokkennung drinstehen und einen Pfeil, der die Fahrtrichtung anzeigt. Damit wir das etwas besser sehen können, gibt es bei Rockrail die Möglichkeit, von der Lok ein Bild zu hinterlegen und dieses Bild dann auch im Block anzuzeigen. Machen wir das mal kurz. Wir gehen also in Tabellen, Lokomotiven, wählen uns die Lokomotive und gehen auf den Reiter Allgemein und haben hier also die Möglichkeit, unter Bild ein Bild auszuwählen. BR81, da ist es schon. So, und öffnen, und dann sehen wir hier oben schon mal das Logbild und können dann auf OK nehmen. Und jetzt haben wir auch hier das Logbild drin. So, damit wir jetzt das Logbild im Block auch sehen, müssen wir dann noch die Einstellung in Workview ändern. Und da gibt es hier ein Häkchen, zeige Logbild im Block. Wenn wir das dann anwählen und auf OK drücken, dann haben wir auch das Logbild drin. Was wir hier sehen an diesem Lokbild ist, dass der Schornstein nach rechts zeigt. Und das ist ja auch die Vorwärtsfahrtrichtung. Und die Bilder müssen so angelegt sein, dass die Lok immer mit der Vorwärtsfahrtrichtung nach rechts zeigt. Sonst stimmt das nachher hier nicht mit überein. Das nur dazu, weil sich die nächsten Folien alle auf einen Block mit Lokbild beziehen. Ja, damit man einfach weiß, wie es gemacht wird. Schauen wir uns als nächstes das Lok-Bedienfeld an. Hier finden wir alle Informationen zur Steuerung der Lokomotive. Wir haben hier in dem roten Kreis einen Button, wo wir die Fahrtrichtung manuell umschalten können. Dieser Button korrespondiert auch mit dem Pfeil hier oben in der Spalte V, also in der Spalte Geschwindigkeit. Wenn wir also diesen Button betätigen, dann sehen wir das hier, dann wechseln die Pfeile also nach links und genauso wird hier in der Spalte Geschwindigkeit auch der Pfeil nach links angezeigt. Das ist also nur zur manuellen Umschaltung der Fahrtrichtung. Im automatischen Modus wird dieser Button immer so eingestellt, dass die Pfeile nach rechts zeigen und das ist die Vorwärtsrichtung. Anders gesagt, wenn wir also den Button betätigt haben und die Pfeile zeigen nach links und wir starten jetzt diese Lok hier im automatischen Modus, dann wird auch automatisch dieser Schalter wieder umgelegt, dass die Pfeile nach rechts zeigen. Betrachten wir jetzt einmal das Lok-Bedienfeld in Verbindung mit einem Block. Wir können also hier sehen, dass die Lok in einem Block steht, und zwar in dem Block B3. Das wird hier in der Spalte Block angezeigt. Wir können hier den Block sehen und die Fahrtrichtung ist von
links nach rechts. Das ist auch gleichzeitig die Einfahrseite in diesem Block. Wir können also jetzt erkennen in der Spalte Block, dass die Lok von der Plusseite zur Minusseite eingefahren ist. Das erkennen wir daran, dass hier vor der Bezeichnung des Blocks kein Vorzeichen ist. Wenn kein Vorzeichen vorhanden ist, dann ist die Lok von der Plusseite eingefahren. Weiterhin sehen wir in der Spalte Geschwindigkeit, dass die Lok als nächstes einen Fahrbefehl vorwärts bekommt. Das sehen wir daran, dass hier vor der Geschwindigkeit kein Vorzeichen steht. Hier können wir sofort erkennen, dass die Lokomotive von der Minusseite zur Plusseite eingefahren ist. Das können wir erkennen, weil in der Spalte vor der Blockbezeichnung das Minuszeichen jetzt erschienen ist. Und weiterhin können wir sehen, dass der Fahrbefehl, den die Lok als nächstes bekommt, ein Vorwärtsfahrbefehl ist. Die Lok wird also in diese Fahrtrichtung nach links ausfahren, und zwar vorwärts. Betrachten wir die dritte Möglichkeit. Wir sehen also hier, dass die Lok von Plus nach Minus eingefahren ist. Also kein Vorzeichen hier. Und wir sehen hier, dass die Lok als nächstes einen Fahrbefehl rückwärts bekommt. Das sehen wir hier an dem Minuszeichen vor der Geschwindigkeit. Die Lok wird also mit dem nächsten Fahrbefehl in diese Fahrtrichtung rückwärts ausfahren. Und dann gibt es noch die vierte Möglichkeit. Hier ist die Lok also in den Block von Minus nach Plus eingefahren. Und sie wird also als nächstes einen Rückwärtsfahrbefehl bekommen und den Block in die Richtung nach links verlassen. Hier im Überblick nochmal die vier Möglichkeiten, wie eine Lok in einen Block einfahren kann. Und zwar einmal von Plus nach Minus vorwärts, von Minus nach Plus vorwärts, von Plus nach Minus rückwärts und von Minus nach Plus rückwärts. Hier mal ein Beispiel, wie ein No Destination Found passieren kann. Die Lok steht also hier mit Fahrtrichtung vorwärts nach rechts in einem Block und schauen wir uns mal an, wie das im Blockbedienfeld aussieht. Wir haben also hier die Informationen in den beiden Spalten Block und Geschwindigkeit und wir sehen hier sofort, die Lok ist also von der Plus zur Minusseite eingefahren, also von Plus nach Minus. Und wir sehen Folgendes, wenn wir die Lok jetzt starten, dann wird sie einen Fahrbefehl vorwärts bekommen, weil hier kein Minuszeichen davor steht. Und wenn die Lok jetzt einen Fahrbefehl vorwärts bekommt, dann wird sie versuchen, in Richtung Prellbock eine Fahrstraße zu finden und das geht natürlich nicht. Und so wird es zu einem No Destination Found kommen, weil die Lok kein Ziel findet. Jetzt eine Situation, wie es funktionieren wird. Wir sehen, dass die Lok jetzt genau andersrum in dem Block steht, also mit Richtung vorwärts nach links in Richtung Block B2. Und wenn wir uns jetzt das Lokbedienfeld dazu ansehen, dann können wir erkennen, dass die Lok jetzt von Minus nach Plus eingefahren ist. Wir sehen das hier also an dem Minuszeichen und dass sie jetzt als nächstes einen Fahrbefehl vorwärts bekommt, weil hier kein Minuszeichen steht. Und das wird funktionieren, weil dann sucht sie sich einen Weg Richtung B2. Nochmal, wie die Lok jetzt rückwärts aus diesem Block ausfahren könnte. Wir sehen also jetzt, dass die Lok mit Fahrtrichtung rückwärts Richtung B2 steht. Und wenn wir uns jetzt mal das Lokbedienfeld dazu ansehen, dann können wir auch sehen, dass das funktionieren wird, weil hier ist auch wieder die Lok von Minusseite nach Plusseite eingefahren. Und sie bekommt aber jetzt einen Fahrbefehl rückwärts, weil hier dieses Minuszeichen steht. Und das wird funktionieren, weil rückwärts kann die Lok Richtung B2 ausfahren. An diesen beiden Beispielen kann man sehr gut sehen,
dass uns das Log-Bedienfeld doch die Informationen gibt, ob eine Log nun in die richtige Richtung ausfährt, wenn wir sie starten oder nicht. Wir können also immer sehen, von welcher Seite die Log eingefahren ist. In der Spalte Block, ob nun ein Minuszeichen davor steht oder kein Vorzeichen ist. Und wir können sehr gut erkennen, in der Spalte Geschwindigkeit, in welche Richtung, also welchen Fahrbefehl Rockrail der Lok als nächstes gibt. Mit den Informationen aus dem Lok-Bedienfeld wissen wir jetzt ganz genau, welchen Fahrbefehl Rockrail der Lok geben wird und in welche Richtung sie das nächste Ziel sucht. Gehen wir mal davon aus, wir haben eine Lok auf das Gleis gesetzt, so wie es hier in dem Bild zu sehen ist, mit Fahrtrichtung vorwärts, also Schornstein voraus, Richtung links. Wir werden also jetzt diese Lok auch im Block B3 setzen. Wir machen das mal mit Drag und Drop, linke Maustaste, und wir ziehen jetzt diese Lok auf den Block B3 und Rockrail setzt diese Lok jetzt dort hinein. Da Rockrail natürlich nicht wissen kann, wie rum wir die Lok auf das Gleis gesetzt haben, setzt er die Lok jetzt in eine bestimmte Richtung da rein. Aber wir wissen ja inzwischen, wenn wir uns das Lok-Bedienfeld ansehen, dass Rockrail die Lok jetzt so eingesetzt hat, dass sie also von Plus nach Minus eingefahren ist und der nächste Fahrbefehl ein Vorwärtsfahrbefehl sein wird. Wir möchten aber, dass die Lok nach links vorwärts fahren soll. Wir sehen aber auch, dass die Lok im Gleis genau andersrum drin steht wie in dem Block. Auf dem Gleis ist die Einfahrseite von Minus nach Plus und im Block steht sie als Einfahrseite von Plus nach Minus. Wir müssen also jetzt die Lok im Block anpassen, sodass sie mit der Fahrtrichtung und der Einfahrseite auf dem Gleis übereinstimmt. Rockrail hat dafür zwei Befehle, um die Lok im Block jetzt so anzupassen, dass sie mit den tatsächlichen Gegebenheiten auf dem Gleis übereinstimmt. Diese zwei Befehle finden wir im Kontextmenü. Wir gehen mal hier auf diesen Block, wo die Lok drin ist, drücken die rechte Maustaste und dann haben wir diese zwei Befehle, einmal Ändern der Platzierung und Einfahrseite Block tauschen. Welchen dieser beiden Befehle wir jetzt nehmen müssen, können wir erstens ausprobieren oder wir können es auch anhand, wie die Lok im Block steht und was in dem Lok-Bedienfeld steht, also auch rausfinden. Wir können ja mal Folgendes machen und ich werde jetzt einfach mal die Lok starten. Wir wissen, plus minus eingefahren und Fahrbefehl vorwärts. Rockrail würde also ein Ziel Richtung B2 suchen und die Lok mit einem Fahrbefehl vorwärts in Bewegung setzen. Ich mache das jetzt mal, starte mal die Lok. Wir sehen, dass sie also in diese Richtung fahren möchte und mit einem Fahrbefehl vorwärts. Das können wir hier sehen, hier ist ja kein Minuszeichen. Was würde jetzt passieren? Die Lok würde sich natürlich vorwärts in Bewegung setzen, das ist aber links Richtung B1 und würde diesen Block nie erreichen. Und würde spätestens dann, wenn sie diesen Rückmelder hier überfährt, hier einen Geisterzug auslösen. So, ich setze das jetzt mal wieder zurück. Zurücksetzen außer Blockbelegung. Gut, wir wissen also jetzt, die Lok ist von Plus nach Minus eingefahren und soll vorwärts fahren. Das steht schon mal fest. Vorwärts ist richtig. Aber die Einfahrseite des Blocks ist falsch. Um dass die Lok vorwärts in diese Richtung fahren soll, müssen wir die Einfahrseite des Blocks tauschen. Das heißt, die Lok muss von Minus nach Plus eingefahren sein, weil Rockrail sucht immer das nächste Ziel von der Einfahrseite aus gesehen. In unserem Beispiel, wenn die Lok von Plus nach Minus eingefahren ist, dann sucht Rockrail ein Ziel Richtung B2.
Ist die Lok von Minus nach Plus eingefahren, dann sucht Rockrill ein Ziel Richtung B1. Und das ist vollkommen unabhängig davon, welchen Fahrbefehl die Lok als nächstes bekommt. Das kann vorwärts oder rückwärts sein. Und das machen wir jetzt einfach mal. Einfach Seite Block tauschen. Und schon sehen wir, dass die Lok jetzt genau in dem Block so steht, wie sie auf dem Gleis steht. Und wenn wir jetzt die Lok starten, dann sucht sie sich auch einen Weg in diese Richtung. Und wenn wir uns jetzt das Lok-Bedienfeld ansehen, dann sehen wir, dass wir nur die Block-Einfahrseite getauscht haben. Die Lok ist also jetzt von Minus nach Plus eingefahren. Und die Richtung ist nach wie vor vorwärts. Also fährt unsere Lok jetzt in die gewünschte Richtung. So, ich setze das jetzt nochmal zurück. Zurücksetzen außer Blockbelegung. Und ich mache das auch nochmal rückgängig mit Einfahrseite Block tauschen. Was müssen wir jetzt machen, wenn die Lok rückwärts nach rechts Richtung B2 fahren soll? Dann müssen wir zwei Dinge machen. Und zwar erstmal die Einfahrseite Block tauschen. Wir haben jetzt schon mal, dass die Vorwärtsfahrtrichtung mit dem übereinstimmt, wie die Lok im Gleis steht. Und jetzt müssen wir Ändern der Platzierung machen. Und jetzt gucken wir mal hier drauf, was da passiert. In beiden Spalten hat sich das Vorzeichen geändert. Nach dem Ändern der Platzierung haben wir wieder die Einfahrseite von Plus nach Minus. Aber die Lok bekommt jetzt einen Rückwärtsfahrbefehl. Und das heißt, sie wird sich jetzt in Richtung B2 ein Ziel suchen und mit dem Fahrbefehl rückwärts in diese Richtung ausfahren. Ich starte die Lok mal. Lok starten und wir sehen, sie bekommt einen Rückwärtsfahrbefehl und sie will Richtung Block B2 fahren. Zusammenfassend kann man sagen, dass wenn wir einen Platzierungswechsel machen, dass dann die Einfahrseite des Blocks und die Fahrtrichtung getauscht werden. Und wenn wir nur die Einfahrseite Block tauschen, dann wird auch nur diese getauscht. Und die Fahrtrichtung der Lok bleibt erhalten. Ja, damit wären wir also am Ende dieses Tutorials. Ja, es ist nicht ganz einfach zu verstehen, wie Rockrail arbeitet, aber wenn man das Prinzip einmal verstanden hat und die Logik dahinter steckt, dann ist es eigentlich ganz einfach, weil es hängt immer wieder davon ab, welche Einfahrseite steht hier und welchen Fahrbefehl bekommt die Lok als nächstes. Und wenn das mit dem nicht übereinstimmt, wie die Lok wirklich im Gleis steht, dann kann man das ganz einfach mit den beiden Befehlen Ändern der Platzierung oder Einfahrseite Block tauschen eben hinbekommen, dass die Lok letztendlich so im Block steht, wie sie auch auf dem Gleis steht. Das wär's dann für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss!